wie er genau dahin zielt, als wenn er so den obviousen Wahlhack, den obviousen Wallhack der Welt hat. Aber ich glaube, hat er nicht so dumm spielt, kein Wallhack. Doch, keine Ahnung. Monowaffe 3, let's go. Und zwar, nein, nicht Team Deathmatch, ich wollte nicht Team Deathmatch, ich wollte heute mal eine Runde frei für alle spielen. Ich habe eben schon fast eine Moa gemacht, ich habe ein bisschen übertrieben, glaube ich, aber ich habe eine richtig schöne Streak gemacht und als ich Spezialisten-Bonus hatte, dann geht man auch ordentlich ab, Alter. Ich werde besser, ich spiele dieses Spiel, ich liebe dieses Spiel und ja, mal gucken, was wir heute so reißen. Auf jeden Fall kann es nicht viel schlechter werden als gestern. Terminal, oh ja, wir spielen auf Terminal, let's go, lange nicht mehr gespielt. Und die Lobby sieht heftig aus, da Prestige 20, Level 80, da kann ich jetzt viel gegen den Typen machen. Ich glaube nicht, aber trotzdem habe ich mega Bock, spielen ACR und dann wird er schon... Also ein ACR spielen, das bringt dir schon allein eine 2er KD. Okay, mal gucken, was so geht. Ob ich die Spawns hier noch kenne, ob ich die Laufwege hier noch kenne. Und auf jeden Fall sieht die Map mit der Grafik trotzdem noch besser aus als die Map. Nee, weh. Weil das klassisch ist. Oh, dieses Bild allein schon. Ich meine, gebt euch das doch mal. Wow. Ich finde das immer so süß, diese Informationen, die da unten stehen. Die Predator-Rakete, bla bla. Als wenn man das sich alles selber rausfinden kann. So, let's go hier. Okay, die Spawns kenne ich schon mal nicht. Ich laufe hier rum wie so ein wildes Entchen, was nicht weiß, wo es hin soll. Das habe ich gewusst. Jetzt spawnt da einer. Das habe ich auch gewusst, nur da hatte ich nicht genug Skill, um den Zweck zu holen. Ich habe Lagebericht Pro drin, sodass ich alles hören sollte. Ich drücke mal meinen Sound lauter. Oh, der muss ich nichts hören. Ah, kacke. Hä? Er macht mich fertig. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, von wo das gerade kam. Okay, da. Da. Der ist nicht da gespawnt, oder? Nein, der ist da gespawnt, immerhin. Das ist nicht komplett ein... Okay, darüber eine Granate. Ich laufe jetzt mal hier lang. Da kommt einer... Von da schießt uns einer an, aber ich regeneriere erstmal, bevor ich mich stelle. Da war gar keiner. Hä? Ich hab doch genau dahin geschossen, oder nicht? Jetzt ist er da. Okay. Ich habe ihn gehört. Scheiße. Yo, Bitches. Nein. Stopp. Hätte sein können. Oh. Nee. 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 Was war das denn wieder, ey? Kann doch nicht wahr sein hier. Bin ich der einzige vernünftige Spieler hier? Aber eine Granate werfen. Oh mein Gott. Okay, da ist ein EMS. Gut zu wissen. Und wer hat mich da jetzt wieder angefragt? Hä? Alles klar. Fühlt sich so seltsam an, so hilflos zu sein in dem Game teilweise. Also wie gesagt, es wird immer besser. Aber ich war mal so ein Boss und jetzt so gar nicht gerade. Spawn-technisch, keine Ahnung. Sowas passiert mir andauernd. Sowas ist auch einfach dumm. Okay, da haben wir gerade Glück gehabt, dass ich den überhaupt gesehen habe. Oh, campen, let's go. Hä? Gott, überall höre ich hier die... Lol, was macht der denn? Der steht einfach so da. Komm her, du Triggerfingerhuren. Also blinde Überwacher ist in dem Spiel so geil. Ich muss mir nie Sorgen über diese Helis machen. Da war ich einfach immer der Typ für. Der spielt ja blinde Überwacher, Attentäter Pro und Lagebericht Pro. Das war immer meine Perks. Einfach um mich auf safe zu gehen. Um Gegner zu spotten und das zu verhindern, dass Gegner mich spotten. Ja, passiert nur hier nicht so. Klappt hier nicht so gut wie in anderen Games. So, da hinten haben wir einen. Ich muss halt. Eigentlich, ich kann es wieder lernen, ich spüre es. Ich kann es wieder lernen, hier gut zu werden. Wissen. Der ist so hart angetaggt, den muss ich kriegen.
Es ist nicht sein Ernst. Okay, der ist down. Ja, da kann er nichts machen. Das ist geil, eine Granaten hier so. Hier irgendwo Taktikeinstieg habe ich gehört, links. Okay, rechts ist auch einer. LOL, ich sehe die Hälfte der Leute nicht, das ist so schlimm. Okay, da oben. Ich wusste, dass ich noch sterben werde von hinten, weil man stirbt ja immer von hinten. Hä? Oh, wa? Hä? Alles klar. Läuft der richtig? Ist da noch einer drin? Nö. Oh mein Gott. Zweiter wenigstens? Na, no, oh, wa? Oh. Okay, nächste Runde. Okay, Leute, da sind wir wieder und die guten Leute sind raus und ich bin echt zufrieden jetzt, dass wir Chancen haben, jetzt Erster zu werden. Komm, das wenigstens noch. Das will ich werden. Also ich denke mal, dass ich heute tatsächlich recht viel schneiden werde. Einfach aus dem Grunde, dass ich noch nicht so gut bin und MW3, um euch das wirklich durchgehend zeigen zu können. In Black Ops 2 zum Beispiel, das ist einfach so ein Live-Commentary, da ist einfach legendär bei mir. Das müssen wir eigentlich auch unbedingt wieder spielen. Black Ops 2. Boah, das hat so Spaß gemacht, das letzte Mal da. Aber hier muss ich auf jeden Fall nur die geilsten Sachen zusammenschneiden, weil sonst wird das echt, naja. So. Mal gucken, was jetzt hier geht. Also an sich ist die Lobby nicht so gut, glaube ich. Aber ich bin halt auch noch nicht so gut. Weil ich überschätze mich, glaube ich, tierisch in diesem Spiel. Hä? Wie er genau dahin zielt, als wenn er so den obviousen Wallhack. Den obviousen Wallhack der Welt hat. Aber ich glaube, hat er nicht so dumm, spielt kein Wallhacker. Oder doch? Keine Ahnung. Der ist so dreist und schießt dann noch zurück. Ich lasse ihn am Leben. Und der ist so dreist und will mich dann dafür noch töten. Der Typ, der... Was? What the fuck? Eins. Ja. Alter, wenn das kein Hack ist. Ohne Witz, Mann. Das kannst du mir keinem erzählen, dass das kein Hack war. Oder der alte Lagebericht Pro, ich weiß es ja nicht. Okay, ich habe ihn da holen können. Ich weiß gar nicht, wo ich auf Interchange ein will. Ich mag die ganze Map nicht. Wow. Das war richtig. Hier ist einer. Okay, ein bisschen defensiver vorgehen und dann wird das auch. Hier ist links einer lang. Ich muss ganz schnell weg hier. Hier kommt einer. Ja, so geht das schon besser. Nein! Oh Mann, ich wollte doch diese scheiß Munition haben. Oh Mann, ich wollte doch jetzt hier fette Mordstreak aufbauen. Komm her. Naja, okay. Aber wir sind Erster tatsächlich. Ist ja der Wahnsinn. Okay, konzentrieren. Tatsächlich. Immer da. Also ich kriege die Tode rein, die ich nicht verhindern kann. Das ist das Problem. Und ich, also die ich nicht verhindern kann mit meinen jetzigen Spielerkenntnissen. Meine Fresse, wo stand der denn rum? Hä? Oh, was macht der denn da? Aber ich werde besser. Das ist Fakt. Das ist auch gefährlich, hier lang zu rennen. Weil von da dich alle töten können. Ich weiß gar nicht, wo ich sein will gerade.
Okay, alles klar. Es läuft. Man muss sich einfach ein bisschen konzentrieren. Vor allem ein bisschen ruhiger spielen. Das muss man sich merken. Das ist nicht so wie die neuen CODs. Hier muss man einfach noch ein bisschen... Also nicht campen, bloß nicht verwechseln, aber einfach ruhig spielen. Nicht so super vorrushen. Oh, shit, Alter. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Aber okay. 20-6 ist trotzdem ein guter Score. Erstmal jetzt als zweite Runde hier. Vielleicht kann ich die ja mal ganz hochladen. Um das zu, aber nur, wenn die gut zu Ende ist. Dann schneide ich viel raus aus der ersten, weil das war so eine Leer-Runde. Ja, dann können wir mich ja wieder Make Mario und MW3 Great Again machen. Hier, während der Weihnachtszeit hier. Das fand ich jeden Tag, keine Angst. Noch wieder Black Ops 2 bringen, Black Ops 3 bringen. IW eher nicht so nach dem, was mir da passiert ist. MWR vielleicht, wenn es läuft. Also alles, was ihr wollt, theoretisch. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, was ihr morgen sehen wollt. Dann kann ich euch tatsächlich auch das liefern. Ja, so sieht das nämlich auch aus. Vielleicht auch, wenn ihr coole Challenge-Ideen habt oder so weiter und so fort, einfach rein damit. Ich habe eigentlich Bock auf alles Mögliche. Das war eine geskillte Granate. Ja, jetzt wird's hier besser, ja? Ich glaube, es ist kein... Okay, die Lobby ist jetzt auch nicht das Yellow from the Egg, aber... Oh, ich wusste nicht, dass er so schlau ist, aber okay. Jens. Der heißt Jens. Ich denke mal, da ist wieder jemand, ja. Mhm. Oh, das ist ja mies. Ich werde Zweiter nur, weil der wieder seinen Hack angemacht hat. Versuch grad schnell zu machen. Ich guck auch nicht auf den Punktestand gerade. Verfickt. Ah, ein Kill! Ein Kill. Aber ich werde nochmal gut abgehauen am Ende. 29-8, das ist doch langsam lässt sich das doch leben. Ich werde doch besser. Ich will weiter üben und die nächsten Tage wird wieder ein MW3 Video kommen. Wahrscheinlich morgen nicht, um wieder ein bisschen Abwechslung einzubringen. Sorry, dass wir heute nochmal MW3 gespielt haben, aber ich habe halt einfach gerade Bock dran, deswegen lasse ich euch dran teilhaben. Ich hoffe, es hat euch gefallen an diesem chilligen Frei für alle, da kommt. Ich werde besser. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, die Folgen sind heute alle ein bisschen verspätet wieder. Wie ihr kennt ja von mir irgendwie, aber Hauptsache sie kommen, ne? Das ist immer mein Motto. Wir sehen uns wieder im nächsten Video von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.